is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein hoher Standard. Darum sollte mir heilig sein. Denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Ich erkannte auch, dass vielen nicht klar ist, was sie sein müssen, um während der Zeit der Trübsal vor dem Herrn zu leben, ohne einen hohen Priester im Heiligtum. Alle, die das Siegel des lebendigen Gottes erhalten und in der trübseligen Zeit beschützt werden, müssen das Bild Jesu voll und ganz widerstrahlen. Ich sah, dass viele diese dringend erforderliche Vorbereitung vernachlässigten und auf die Zeit der Erquickung und des Späthelfens warteten, die sie ertüchtigen sollte, um am Tag des Herrn zu bestehen und unter seinen Augen leben zu können. Ach, wie viele sah ich in der trübseligen Zeit ohne Schutz. Sie hatten es versäumt, sich so vorzubereiten, wie es nötig gewesen wäre. Deshalb konnten sie die Erquickung nicht bekommen, die alle haben müssen, damit sie geeignet sind, vor einem heiligen Gott zu leben. Alle, die es versäumen, ihre Seelen durch Gehorsam der ganzen Wahrheit gegenüber zu reinigen, werden in die Zeit kommen, in der die Plagen fallen. Dann werden sie erkennen, dass sie es nötig gehabt hätten, für den Bau zugehauen und abgeschliffen zu werden. Doch dann wird kein Mittler mehr da sein, um ihre Sache dem Vater vorzulegen. Vor dieser Zeit ist die ernste Ankündigung ergangen. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Ich sah, dass niemand an der Erquickung teilhaben konnte, es sei denn, er gewinne den Sieg über jede Gewohnheitssünde, über den Stolz, die Selbstsucht, die Liebe zur Welt und über jedes verkehrte Wort und jede verkehrte Tat. Wir sollten uns deshalb immer enger an den Herrn anschließen und ernstlich jede notwendige Vorbereitung anstreben, die uns befähigt, im Streit am Tag des Herrn standzuhalten. Wir sollen alle daran denken, dass Gott heilig ist und dass nur heilige Wesen jemals in seiner Gegenwart weilen können. Heute sollen wir darauf achten, dass wir uns weder mit Worten noch durch Taten versündigen. Wir müssen Gott heute suchen und fest entschlossen sein, uns ohne seine Gegenwart nicht zufrieden zu geben. Wir sollten wachen und arbeiten und beten, als wären dies die letzten Tage, die uns gewährt würden. Wie intensiv, wie ernst würden wir da leben? Wie eng würden wir uns in all unseren Worten und Taten an Jesus halten? The Lord is coming. Are